Hallo zusammen, hier ist Open Beta mit einem Double Upload für euch auf dem Kanal von APC Community und einmal auf meinem eigenen Kanal, je nachdem bei welchem ihr dieses Video natürlich gerade guckt. Und heute erzähle ich euch mal ein bisschen was zu den aktuellen Settings von Streamlabs OBS. Diese gelten aber in meinem Fall für die GTX 680 Ti und einem 8-Core von AMD mit 4 GHz. Alles was drunter ist, gebe ich keine Garantie drauf, dass es funktionieren wird, beziehungsweise da solltet ihr vielleicht die Settings ein bisschen anpassen. Das dürfte aber an sich kein Problem sein. Also wir gehen mal auf Settings, dann als erstes auf Output und stellen den Output-Modus auf Advanced. So, ich mit meiner GTX 680 Ti nehme in meinem Fall durch den AMD-Prozessor die Einstellung, dass das Encodern auf der Grafikkarte stattfindet. Dazu nehmen wir eine Videoaufnahmebitrate von 3,5 MB. Preset nehmen wir auf High Quality. Profil auf Hoch. Level Auto. Two-Pass Encoding lassen wir. Und dasselbe stellen wir dann nochmal hier bei Recording ein, damit wir ungefähr Pi mal Daumen das haben, was wir brauchen. Sollte es beim Stream nicht passen, bitte runterstellen. Aber das dürfte ja kein Problem sein. Dann stellen wir das hier auf 2,5 und halt dann hier auf Main oder Baseline. Dann habt ihr zwar ein paar Frame Drops mehr drin, aber dafür könnt ihr halt locker flockig spielen. Gehen wir dann mal weiter auf Video. Hier Endresultat 1080 und 1080, könnt ihr aber auch umstellen auf 720. Macht eigentlich kaum Unterschied, kommt immer drauf an, wie ihr da mit dem RAM-Speicher der Grafikkarte arbeiten könnt. Solltet ihr mit rumexperimentieren, am besten, wie ich es zum Beispiel gemacht habe mit Overwatch, das ist dann ein bisschen CPU-lastig, ein bisschen Grafikkartenlastiger, wo dann auch beides ein bisschen schön genutzt wird. Ansonsten hätten wir hier das Ganze auf 32 Samples und dann zu 60 FPS. Dann gehen wir auf Advanced. Stellen wir hier Color Space 709 ein und Color Range auf Full. So, und das war eigentlich schon das Ganze drumherum. Mehr braucht ihr nicht wissen. Alles andere sind dann separate Einstellungen, die ihr für euch treffen könnt. Kleiner Tipp am Rande: Solltet ihr versuchen aufzunehmen oder halt zu streamen, macht bitte den Game Mode auf Windows 10 aus, falls ihr diesen benutzt habt bisher, denn das Ganze begrenzt euer OBS doch ganz schön und dadurch entstehen dann Frame Drops etc. Daher den Game Mode bitte ausmachen. Ja, damit war's das dann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Aufnehmen und Livestream. Bis zum nächsten Mal, euer Open Beta. Ciao.